Big Sur kam ich ohne Auto aus. Ich hatte allerdings einen kleinen Wagen, den Emil White für mich zusammengezimmert hatte. Leider hatte ich keinen Ziegenbock, den ich vorspannen konnte, und so musste ich mich selbst ins Geschirr legen. Geduldig zog ich die Post und alles, was ich eingekauft hatte, meistens für andere, einen etwa 2,5 Kilometer langen steilen Weg hinauf. Auf Erden das Paradies suchen zu wollen, es ist so begreiflich wie gefährlich. Wer kennt sie nicht, diese Leidenschaft, aus einem Ort, den man liebt, den schönsten der Welt machen zu wollen? Später entdecken wir dann, dass wir unsere eigenen Mängel auch an diesem schönsten Ort der Welt behalten und dass die Sache mit dem Paradies eine ist, die nie nur am Ort liegt. Heute geht es um ein solches irdisches Paradies. Big Sur, die fantastische kalifornische Felsenlandschaft am Pazifik. Eine Landschaft der Aussteiger, der Träumer und der Heilssucher. Und es geht um Henry Miller, den amerikanischen Schriftsteller, der 17 Jahre lang auf Big Sur gelebt hat. Ich habe einen Gast eingeladen, um über Big Sur und Henry Miller zu sprechen. Frau Dr. Linde Salber, sie ist Psychologin, sie ist Malerin, hier vor allem in ihrer Eigenschaft als Biografin bedeutender Frauen. Lou Andreas Salome gehört zu ihnen und vor allem Anais Nin, die ja eine der Musen von Henry Miller war. Frau Salber, waren Sie schon auf Big Sur? Ich war über Big Sur. Kann man über Big Sur sein? Ja. Ich bin geflogen von Los Angeles nach San Francisco und habe Briefe von Anais Nin, ihrem Bruder, gebracht, die sie an die Mutter geschrieben hatte. Und ich habe sehr gut runtergeguckt und ich war sehr aufgeregt. Und ich hatte so ein kleines Tonbandgerät, das so Handflächen groß war, und habe also immer so in meiner Hand gebrabbelt und habe es beschrieben. Und das war irgendwas Bedeutungsvolles für mich. Aber ich bin nie auf der Landstraße dahin gefahren, weil man mir erzählt hat, es wäre touristisch. Es gibt aber offenbar immer noch eine Gedenkstätte für Henry Miller auf Big Sur. Was bedeutet Ihnen Henry Miller denn? Ach, Henry Miller ist für mich ein großer Psychologe. Ich sehe Henry Miller in einer Tradition. Ich würde sagen, über Rabelais spricht er selber. Ich würde Montaigne hinzuzählen. Und ich würde auch sagen, dass Miller etwas geerbt hat und aufgenommen hat von diesem Versuch, eine Erfahrungsseelenkunde vor 200 Jahren zu begründen. Da ging es um Alltagsphänomene und da ging es darum, das wirkliche Leben zur Anschauung zu bringen. Und ich denke, dass Miller in dieser Tradition steht. In dem Augenblick, wo Miller nach Big Sur zog, da kam er aus einer ganz anderen Welt, nämlich aus der Pariser Welt. Und in dieser Pariser Welt hat er sich vor allem mit sich selbst beschäftigt, mit seiner eigenen Person und deren Bedürfnisse. Wie erklären Sie sich bei einem solchen Mann dieses Bedürfnis, vom Stadtmenschen plötzlich zu einem Landguru zu werden? Ich versuche das über meine eigene Sache zu verstehen. Ich habe lange in der Stadt gelebt und bin im Moment dabei, aufs Land zu gehen. Aber für mich ist das ein wieder aufs Land gehen. Ich weiß nicht, ich denke, dass er den Wirbel hinreichend durchlebt hatte, den städtischen Wirbel. Also diese Vielzahl von Beziehungen, dieses ständig hochschießende intellektuelle Gerede, was damit verbunden war. Und ich könnte mir vorstellen, jedenfalls geht mir das auch ein wenig so, dass einem das irgendwann sehr auf den Geist geht und dass man, ja, anders leben will, verbunden. Sie haben ja lange gearbeitet über Anais Nin und man kann sicher sagen, dass Anais Nin für Henry Miller eine große Inspiration auch war. Vielleicht Wie weniger auch umgekehrt. Auch umgekehrt. Ja. Da ist aber dann doch interessant, dass er nach dieser Zeit, die wir ja für ihn auch als die Zeit des Lebemannes, die sehr stark auch in seinen Büchern mit sexuellen Befreiungserfahrungen verbunden sind, dass er plötzlich aufs Land ziehen will und ein einsamer Mensch werden will. Ach, so einsam war er dann ja nicht. Er hat ja die Lepska mitgenommen beispielsweise und er hat da sehr viel Besuch
gehabt aus das den war seine, Städten. Das war seine dritte Frau, nicht, die Lebska? Ja. Ja. Die ist mitgegangen und da haben sie sich offenbar auch entschlossen, Kinder zu haben. Ja. Und er muss ein treu sorgender Familienvater gewesen sein. Wenn es gerade dran war. Ich glaube, wenn gerade was anderes dran war und wenn gerade Besuch dran war und wenn gerade seine Texte dran waren, er sagt es selbst, dann war die Familie nicht sehr wichtig. Und er spricht über sich als Vater und entschuldigt sich, als er dann sehr alt ist, bei seinen Kindern in einem Schreiben. Und er war sicher auch ein sehr sorgender Vater, weil er ja selber kindlich war. Mit kindlich meine ich nicht, dass er infantil war. Ich denke, dass Miller eine Kindlichkeit hatte, die diese Trennung von infantil und erwachsen überhaupt nicht mitgemacht hat. In dieser Reihe, man könnte fast schon sagen, in diesem Rosenkranz von Frauen, den Miller gehabt hat, was spielte Anais Nin für eine besondere Rolle? Anais Nin war, glaube ich, intellektuell und finanziell gut ausstaffiert, um zu passen, genau in dem Moment, in dem er in Paris war und nicht zu Potte kam mit seinen Texten. Und indem sie ihre eigenen Ambitionen an ihn delegiert hat, eine ganze Zeit lang, hat er darin eine unglaubliche Stabilisierung erfahren. Und ich denke auch von einer so gebildeten Frau und die in recht geordneten Verhältnissen lebte und die auch den Anschein machte, dass sie finanziell gut dabei war. Ich denke, das hat ihn inspiriert. Aber sagt man nicht, dass Anais Nin beispielsweise eine Reihe ihrer erotischen Erzählungen aus keinen anderen Gründen geschrieben hat, als um Geld zu verdienen? Das war später, das war, als sie in New York war, das war nach dem Kriegsausbruch. Und sie hatte ja mal eine große Menge von sogenannten Kindern um sich, die sie finanzierte, also Liebhaber. Und ja, zum Teil waren sie dann auch so viel jünger, dass es Kinder sein konnten. Und sie war angewiesen auf Geld. Sie stammte nicht aus einem wohlhabenden Hintergrund. Natürlich hat sie mit ihren Erotika Geld verdient, $1 pro Seite. Die Zeit, in der in Paris geschrieben wurde, war sicherlich eine ganz große Freiheiten. Was sagen uns heute eigentlich diese Freiheiten des Henry Miller und der Anais Nin in Bezug auf unsere eigene Zeit? Bin ich jetzt gefragt? Also ich finde das faszinierend, dass man heute vielleicht wieder heiratet und das auch kirchlich tut und mit allem Blümchengestreue. Das mag eine Bewegung sein, die wieder einen Gartenzaun bevorzugt und die diese Freiheit scheut. Aber ich denke, dass damals diese Freiheit ein Erkunden war und ein Erkunden ins Offene hinein war. Wenn man jetzt erkundet, und ich weiß nicht, ob ich auf den Film eingehen kann, da ist ja davon die Rede, dass die Blumenkinder, die dann alle auch nach Big Sur kamen, so unglaublich individuell waren, dass sie dann schließlich alle uniform waren, in ja. diesem Bestreben, individuell zu sein. Ja. Und ich denke, dass heute die jüngeren Menschen darauf reagieren und etwas wiederentdecken, was damals vielleicht ein Gefängnis war und heute die Bedeutung eines Schutzes oder eines Geheges hat. Die Freunde von Miller setzen sich ja sehr dafür ein, dass wir ihn gleichsam nicht mit pornografischen Augen lesen, sondern als einen der großen Ekstatiker der Literatur. Ist dieser Weg von der Ekstase des Sexes zur Ekstase des Mystikers ein natürlicher Weg? Ich glaube, Miller kann gar nicht anders als natürlich sich entwickeln. Er lebt ja nicht in Konstruktionen und nicht in philosophischen Entwürfen der Gestalt, dass sein Leben dadurch geformt wird, sondern er nimmt das Leben auf und zieht daraus höchstens eine Theorie. Das mit der Ekstase und der Mystik, ich denke, da gibt es doch Vorbilder. Dionysos meinetwegen. Und vielleicht hat Miller etwas davon. Auf Big Sur hat er ein Buch geschrieben, das heißt Big Sur oder Die Orangen des Hieronymus Bosch. Wenn wir heute dieses Buch lesen, hat es vielleicht manchmal auch etwas von einem etwas
geschwätzigen, langweiligen Bericht über eine Lebensentscheidung. Empfinden Sie dieses Buch auch als ein bisschen vergangen heute? Vergangen nicht. Ich glaube, es kommt darauf an, wie man es liest. Wenn man irgendeine spannende Geschichte sucht, ist man bei Miller sowieso, abgesehen von den sexuellen Geschichten, nicht gut bedient. Sondern er ist ja darauf bezogen, und er selber hat das mal so genannt, dass er das Leben zurück in die Literatur gebracht hat, während Rimbaud die Literatur zurück ins Leben gebracht hat. Ich denke, was denke ich denn? Jetzt bin ich weg. Seine Freunde beispielsweise haben ja von ihm behauptet, dass er nicht unbedingt nur ein großer Erzähler war, sondern vor allem ein unglaublich begabter Zuhörer. Vielleicht ist das auch eine große Eigenschaft für jemanden, der schreibt. Sicher muss der die Ohren sehr offen haben, und er beschreibt ja viele Menschen, die um ihn waren, die er in Cafés findet oder mit denen er sich unterhalten hat. Aber ich denke, er beschreibt immer mit einer Absicht, nämlich die Totalität der Wirklichkeit zu vergegenwärtigen. Und dazu gehört alles. Dazu gehört das Grausame, das Brutale, das Obszöne, das Pornografische. Alles gehört dazu. Und anders als vielleicht Leute, die sich nicht mit Kunst befassen oder die nicht Kunst herstellen, ist Miller daran interessiert, das nicht auf einem Gang in die Zivilisation abzuurteilen und wegzustecken und nur die hohen Werte in den Blick zu rücken, sondern da ist eine Art Gleichwertung oder eine Vergegenwärtigung all dessen. Und ich glaube, dass man sagen kann, dass Miller etwas Verwandtes hat oder etwas hat, was ihn verwandt sein lässt mit dem, was Max Lüthi aus dem Märchenhelden macht. Sie haben aber nicht über Miller geschrieben, sondern Sie haben über Anais Nin geschrieben, eine ganz dicke Biografie. Warum wollten Sie nicht auch über Miller schreiben? Das kann ja noch werden. Es reizt Sie jedenfalls noch. Für Sie ist Miller noch nicht ein abgeschlossenes Kapitel. Nein, das interessiert mich. Das interessiert mich sehr. Was er in Gang gebracht hat, inwiefern er sich unterscheidet von D.H. Lawrence und wo er weitergewirkt hat und wie er sich auch unterscheidet von den Leuten wie Bukowski beispielsweise. Ich denke, das ist was völlig anderes. Miller stammt aus einer Tradition und ist ein ganz gebildeter und belesener Mann. Und er steckt viel stärker in der Tradition drin als jetzt Leute, die heute über Sexualität schreiben. Wie erklären Sie sich, dass Henry Miller in Europa eigentlich viel bekannter ist als in Amerika? Tja, das kann ich mir nur schwer erklären. Ich denke, wir lesen mehr. Aber das mag ein Vorurteil sein. Nicht einmal das Buch über Big Sur war sozusagen ein Riesenerfolg in Amerika, obwohl dann die Hippie-Kinder gekommen sind, die große Bewegung der Aussteiger. Irgendwo ist er doch der Held einer ganz kleinen Gruppe von Mitaussteigern geblieben in Amerika. Das mag sein. Also Leute, die sich selber mit Literatur beschäftigen, die kennen ihn natürlich und die haben ihn auch studiert und die genießen ihn auch. Aber es mag sein, dass es eine relativ kleine esoterische Gruppe ist. Aber ich glaube auch, dass die Moral da eine Rolle spielt. Also wenn ich in meinem Seminar davon spreche, ich erzähle was über Henry Miller, dann ist das wirklich, das ist etwas, worüber man eigentlich nicht spricht. Drum warten wir, Frau Salber, auf Ihre Biografie über Henry Miller. Vielen Dank, dass Sie da waren. Jetzt fliegen wir nach Kalifornien. Machen Sie sich gefasst auf einige exzentrische Männer und eine atemberaubende Landschaft. Big Sur ist kein Ort, sondern ein geistiger Zustand, heißt es einmal. Und die letzten Zeilen von Henry Millers Buch, geschrieben im Juni 1956 auf Big Sur, die lauten: Da draußen mögen sie fluchen, lästern und einander quälen, alle menschlichen Instinkte entweihen, eine Schlachtbank aus der Schöpfung machen, aber hier, nein,
Hier ist das undenkbar. Hier ist dauernder Friede, der Friede Gottes und die heitere, von einigen guten Nachbarn geschaffene Sicherheit. Sie leben in Einklang mit der Schöpfung, mit edlen alten Bäumen, Busch und Gestrüpp, wildem Flieder und lieblichen Lupinen, mit Mohn und Bussarden, Adlern und Kolibris, mit Taschenratten und Klapperschlangen und mit einem unendlichen Meer und Himmel. Jeden Tag unterdrücken Männer ihre Instinkte, ihre Wünsche, ihre Impulse und Intuitionen. Man muss aus der Scheißmaschinerie ausbrechen und das tun, was man wirklich tun will. Aber wir sagen, nein, ich habe Frau und Kinder, lieber nicht dran denken. Auf diese Weise begehen wir jeden Tag Selbstmord. Wenn sich die Wolken im Norden auftürmen und das Meer von tanzenden Schaumkronen bedeckt ist, sage ich mir manchmal, das ist das Kalifornien, von dem die Menschen früher träumten. Dies ist der Pazifik, auf den Balboa von den Bergen Dariens hinausblickte. Dies das Gesicht der Erde, wie es der Schöpfer haben wollte. Die Gegend erscheint einladend, aber hier Wurzeln zu schlagen erfordert unbeugsame Energie. Stadtmenschen empfinden diese Landschaft oft als zu beherrschend, sie fühlen sich gefangen. Es ist ein Paradies, das einen ständig herausfordert, auf höchster Stufe zu leben oder in Zerrissenheit und Schmach unterzugehen. Von unserem Horst, der etwa 300 Meter über dem Meer liegt, kann man die Küste nach beiden Richtungen 30 Kilometer weit überblicken. Die Zickzack-Krümmungen der Straße lassen einen an die Grande Corniche denken. Anders als an der Riviera aber sind hier weniger Häuser zu sehen. Wer schon länger hier ist, ist nicht begierig darauf, die Gegend für den Fremdenverkehr geöffnet zu sehen. Sie wollen alle ihren jungfräulichen Charakter erhalten. Es gab großartige Burschen auf Big Sur. Einer von ihnen war Howard Welsh, die Müllabfuhr. Er kam aus Missouri. Howard ist ein Mann, der wirklich etwas aus sich gemacht hat. Nicht in materieller Hinsicht, sondern geistig. Er ist ein glücklicher Mensch. This was home here for Henry for several 15, 17 years from the 50s and to the end of the 60s. 17 Jahre hat Henry hier gelebt. In praktischen Dingen kannte er sich überhaupt nicht aus. Da brauchte er immer Freunde, die ihm helfen mussten. Er konnte ja einen Hammer nicht von einem Schraubenzieher unterscheiden. Hammer from a screwdriver, but he was happy here with the exception he had. Er war hier glücklich. Nur so einsam, wie er es sich vorgestellt hatte, war er durchaus nicht. Es tauchten immer viel mehr Gäste und Besucher aus aller Welt auf, als ihm eigentlich lieb war. Durch die vielen Leute, die aus allen Teilen der Welt hierher zu Besuch kommen, werde ich ständig daran erinnert, dass ich in einer Art Paradies lebe. Wir haben sie nur einen solchen Platz gefunden, ist der übliche Ausruf. Mich erstaunt nur, dass so wenige beim Abschied daran denken, auch sie könnten die Früchte des Paradieses genießen. Fast immer gesteht der Besucher, dass es ihm an Mut fehlt. Richtiger wäre, an Fantasie mit der Vergangenheit zu brechen. Einem jeden kommt sicher an irgendeinem Punkt des Weges zum Bewusstsein, dass er ein weit besseres Leben führen könnte als das, welches er erwählt hat. Was ihn gewöhnlich zurückhält, ist das Opfer, das eine Änderung zur Folge hat. Selbst seine Ketten abzuschütteln, erscheint ihm als Opfer.
Was soll man zu Menschen sagen, die darauf bestehen, ihr eigenes Gefängnis zu bauen? Die Sehnsucht nach dem Paradies, ob es nun im Jenseits oder hier auf Erden gedacht wird, hat fast aufgehört. Ein mächtiger Mythos ist zu einem Tabu entartet. Menschen opfern ihr Leben, um eine bessere Welt zu schaffen, aber sie rühren keinen Finger, um das Paradies zu finden. When Henry first moved here, he was pretty poor. He wasn't getting paid for any of his publications. Als Henry hier ankam, hatte er gar nichts. Damals brachten ihm seine Bücher noch kein Geld. So kam er auf die Idee, Bettelbriefe zu schreiben, worin er Leute um Geld, Kleider oder Lebensmittel bat. Als Gegenleistung versprach er, ein Aquarell zu malen. Wenn dann Post kam, zog er aus den entsprechenden Briefen immer nur die Schecks raus und legte den Text beiseite. Den las er erst viel später. This view and this lofty, stilted situation was probably the most inspirational part of Henry's life. Der Blick von diesem herrlichen Hang über die Weite des Ozeans und die ganze kalifornische Küste inspirierte ihn wohl am meisten. The whole coast of California, almost as far as you can see both ways. Of course, this country changes a lot from. Zu den verschiedenen Jahreszeiten verändert sich die Landschaft zwar stark, doch sie wirkt immer friedlich. Von hier aus kann man die Robben unten auf den Klippen schreien hören oder die Grauwale draußen vorüberziehen sehen. Oft machte er lange Spaziergänge da drüben den Hügeln entlang. Ich glaube, dies war der Ort, wo er die Inspiration zu schreiben besonders intensiv spürte. Hier in Big Sur lernte ich zum ersten Mal Amen sagen. Und hier lernte ich auch über die erbauliche Bemerkung Celines nicht nur in übertragenem Sinne nachzudenken. Ich pisse auf euch alle von beträchtlicher Höhe herab. Big Sur ist der einzige Ort in Amerika, an dem ich mich zu Hause gefühlt habe. Mein Freund Emil White, was hätte ich wohl ohne ihn gemacht? Seit seiner Ankunft in Big Sur hat er ohne Murren mir einen großen Teil seiner Zeit und Kraft gewidmet. Die Lasten, die er nach Partington Ridge, wo ich früher wohnte, hinauf und von dort heruntergeschleppt hat, hätte einen Esel kreuzlahm gemacht. Tag für Tag ist er in den Wald gegangen, hat Holz geholt und klein gemacht, Säcke voll Kohlen getragen und alles, was kaputt und wackelig war, wieder in Ordnung gebracht. Und als ob das alles noch nicht genug gewesen wäre, hat er die Briefe, zu deren Erledigung mir die Zeit fehlte, mitgenommen und beantwortet. Unter Millers Anleitung wurde Emil, der Miller oft beim Malen zugesehen hatte, selbst zum Maler. Inzwischen hat Emil sein Haus in eine Henry Miller Gedächtnisbücherei umgewandelt. Das Einzige, was heute noch in Big Sur an Miller erinnert. Emil White. Man sieht ihm in die Augen und spürt eine tiefe, unerklärliche Traurigkeit. Und doch ist er ein Erzähler und Witzbold ersten Ranges. Was hat er Besonderes, was Frauen so sehr anzieht? Ich kann diese Frage trotz langer, enger Freundschaft mit ihm nicht beantworten. Man kann nur den Kopf schütteln und ihn insgeheim beneiden. Was hat den 84-Jährigen bewogen, diese Bücherei aufzumachen? Ich bin begeistert von Miller. Für mich ist er der größte amerikanische Schriftsteller. Und ich wollte gerne, dass viele Leute ihn lesen, aber erstaunhaft, dass er so wenig bekannt ist. Auch so, wo er doch hier 16 Jahre gewohnt hat, gibt es Leute, die nie was von ihm gelesen haben. In Amerika ist er heute immer noch relativ unbekannt. Ja. Ja, im Vergleich zu Deutschland oder Frankreich. Die haben die Bücher gekauft, aber nicht gelesen. Wir meistens haben sie solche Seite 67 und Seite 56 gelesen. Das waren keine Leser, das waren Sucher nach Pornografie.
Zu Beginn meines Aufenthaltes in Big Sur besuchten mich viele Frauen, allesamt Fans. Einmal ließ ich Emil gegenüber die Bemerkung fallen, sie würden mir zu viel, sie würden mich am Arbeiten hindern. Da erwiderte er sogleich, schick sie runter zu mir, was ich auch tat, zu voller Zufriedenheit aller Beteiligten. Habt ihr auch über Literatur gesprochen, die Arbeit? Oh ja, so, auch manchmal habe ich ihm, was er fertig geschrieben hat, habe ich ihm vorgelesen. Er wollte wissen, wie das klingt. Er hat es sehr schnell geschrieben. Es kam wie aus den Fingern, nicht aus dem Kopf, sondern aus den Fingern. Und es war erstaunenhaft, dass es so komplett und perfekt war. Er brauchte nicht viel ändern. Es hat ihm dann immer gefallen? Ja, öfters hat er sehr viel gelacht. Seine eigenen komischen Sachen. Er wusste nicht, dass er das geschrieben hat. Und so kam es auch, dass ich eines Tages ihn Siddhartha von Hesse vorgelesen habe. Das gab damals nur in Deutsch, wurde noch nicht übersetzt. Er war so begeistert, das habe ich in 2 oder 3 Tagen ihm vorgelesen. Er war so begeistert, hat sofort an den Verleger geschrieben und ihm aufmerksam gemacht auf das Buch Siddhartha. Das war James Lachlan von New Directions. Das heißt also, dass die große, große Hessewelle, die in Amerika seit 10 Jahren... Die war dank Herrn Emil und mir. Ja. Emil war mein Sekretär, Haushofmeister, Leibwächter und Hauptnothelfer. In Big Sur kam ich ohne Auto aus. Ich hatte allerdings einen kleinen Wagen, den Emil White für mich zusammengezimmert hatte. Leider hatte ich keinen Ziegenbock, den ich vorspannen konnte, und so musste ich mich selbst ins Geschirr legen. Geduldig zog ich die Post und alles, was ich eingekauft hatte, meistens für andere, einen etwa 2,5 Kilometer langen steilen Weg hinauf. Ephraim Doner, ein chassidischer Jude, wie es in der ganzen Judenheit keinen zweiten gibt. Er ist absolut einmalig, unverfälscht, echt. Man möchte über ihn in Polnisch schreiben, in Altfranzösisch. Englisch ist zu schwerfällig, zu ausdruckslos, zu schwach, um sein Wesen, seine Seele wiederzugeben. Nell, you know, I wouldn't mind telling you how I first met Henry in Paris, you know. Actually, I met him in a coffee house. Ich lernte Henry in Paris kennen, in einem Café. Damals war ich in einer Situation, die ihm sehr vertraut war. Ich konnte meine Rechnung nicht bezahlen. Da beugte er sich zu mir und sagte, ich sehe, Sie haben kein Geld, würden jetzt aber gerne gehen. Lassen Sie mich das bezahlen. Oft genug haben das früher andere für mich getan. Vielleicht habe ich nicht genügend bei mir, aber dann werde ich mir eben etwas ausleihen. Sie kannten die meisten Personen aus den Wendekreis-Romanen. Waren diese wirklich so, wie Miller sie beschreibt? Ja, eher noch mehr so. Das heißt, so hätten sie eigentlich sein sollen. Da er ja Künstler war, fügte er mitunter etwas hinzu oder ließ etwas weg. Aber das trug dann immer zur schärferen Charakterisierung der Personen bei, die ich ja nun wirklich alle gut kannte. And actually, it was pretty accurate, and I knew Frankl, I knew almost all of them, you know. And combined with the way he wrote about Paris, which Henry schrieb über Paris, wie noch nie jemand über Paris geschrieben hatte. That ever wrote about Paris the way Henry did. The only man who appreciated was a French writer, Blaise Cendrars. Der Einzige, der das zu schätzen wusste, war ein französischer Dichter, Blaise Cendrars. Der sagte über Henry, er war einer von uns. Doner war sehr arm. Er verdiente praktisch nichts.
Aber wenn ich in die Stadt ging, wartete er immer auf mich, um zu sehen, ob ich genug Geld hatte, um einzukaufen. Wenn ich pleite war, lieh er sich beim Tankstellenwärter etwas, um mir auszuhelfen. Ein großartiger Freund. So wie ich überleben hier viele, die kein Geld haben. Wir sind Hausmeister, wir hüten die Häuser der Reichen, die im Jahr nur ein paar Mal vorbeikommen. Ganz nach Henrys Philosophie suchte ich meinen eigenen Weg in die Freiheit. Und ich hatte Glück, es war ein guter Weg. But to be half-starved every day, which I would say from the time I began to write, let's say a good 15 years, Ben, I was half starved. That meant I got a meal. Seit ich zu schreiben anfing, das heißt die letzten 15 Jahre lang, bin ich jeden Tag halb verhungert. If you had a daughter, would you put her out on the street as a prostitute? Doch man verkauft ja auch nicht seine Tochter als Prostituierte und verheiratet sie später mit der Ausrede, von irgendwas mussten wir ja leben. Da gibt es keine Entschuldigung. Auch ein Künstler kann nicht dauernd das Falsche tun, nur um zu überleben. Man hat ja immer noch das Privileg, zu verhungern. To starve. Well, what Henry's trying to bring out and bring forth here is this specific freedom, each person's freedom. Was Henry hier sagt, ist, dass jeder Mensch seine eigene Freiheit finden muss. Die Freiheit zu verhungern ist natürlich ein Extremfall. Henry meint, jeder muss sich seinen Fähigkeiten entsprechend den eigenen Weg suchen. Man darf sich nicht vom Strom der Masse treiben lassen, nicht der Konsumgesellschaft verfallen. Finde deinen eigenen Weg, folge keinem Guru, such dir keinen Führer, keinen Kult. Jeder muss den Weg in sich selbst entdecken. Ich glaube nicht, dass das, was man die Arbeit der Welt nennt, diese verherrlichte alltägliche Arbeit, wirklich so wichtig ist. Es wäre viel besser, wenn man den Leuten sagen würde, seid faul, drückt euch, wo ihr nur könnt, seid Müßiggänger, genießt, entspannt euch, macht euch keine Sorgen. Ich glaube, wir würden diese ganze Arbeit auf irgendeine andere Weise bewältigen. Ich sage nicht, dass wir uns still verhalten, dass wir nichts tun sollen. Aber ich meine, dass das, was wir tun, einen Sinn, eine Bedeutung haben sollte. Zwar hatten nur wenige der jungen Amerikaner Henry gelesen, aber dann kam dieser Kerouac und mit ihm begann die Beatwelle. Diese Jungen hatten die Nase voll vom Krieg, von einer Leistungsgesellschaft, die nur ins Leere führt. It expanded into the hip movement that was all Henry's. Dann kam die Hippie-Welle. Auch das war im Grunde Henrys Philosophie. Jeder ging auf die Suche nach seiner persönlichen Freiheit. Inzwischen waren es aber so viele geworden, die in die Wälder gingen oder der Straße entlang trampten, dass das auch schon wieder zu einem Kult wurde, dem man eben folgte. Damit waren sie wieder da, wo sie angefangen hatten. Sie waren angepasst. Following a theme of nowhere again. They're just back and forth eating oatmeal and smoking pot. Jeder aß sein Müsli, rauchte Haschisch und spuckte auf die Gesellschaft. Immerhin waren sie sich einig, dass sie genug vom Krieg hatten. Sie sagten, sperrt uns ein, erschießt uns, aber wir ziehen nicht mehr in den Krieg.
Das ist ein Mann, der wirklich etwas aus sich gemacht hat. Nicht in materieller Hinsicht, sondern geistig. Er ist ein glücklicher Mensch. Er schreibt jetzt, zeichnet und malt und all das allein. Er weiß weder etwas von Grammatik noch von Rechtschreibung, aber er schreibt. Ephraim Doner war wie ein Mensch aus dem frühen Mittelalter. Er konnte sich über fast alles unterhalten, aber sein Lieblingsthema war das Alte Testament, die alten Propheten, die Wunder. Welch ein Genuss, ihm zuzuhören. In seinem Buch über Big Sur schreibt Miller, als ich hier ankam, passierte etwas in mir. Was war das? Well, you know, Big Sur is not a universal place. It's a place you can only, you have to be with yourself. Big Sur ist kein gewöhnlicher Ort. Man wird hier stark mit sich selbst konfrontiert. Henry musste sich hier mit den Dingen intensiv auseinandersetzen. In Paris war er ja dauernd unterwegs, von einem Café zum anderen. Das alles gibt es hier nicht. Also veränderte sich etwas in ihm. Die innere Geografie passte sich der äußeren an. Nachdem er sich auf seine autobiografische Art leergeschrieben hatte, konnte er damit nicht mehr weitermachen. Denn in seinem Privatleben passierte ja nicht viel. Inzwischen hatte er eine Frau, zwei Kinder. Da begann sich seine Persönlichkeit zu verändern. Er wurde eine Art orientalischer Guru. Er interessierte sich immer mehr für fernöstliche Philosophie, traf mit Krishnamurti zusammen. Er wurde ein Weiser. Aber eigentlich ist er das ja immer gewesen. He began to be more the wisdom man, which he always was, you see. Unser Ziel ist nie ein Ort, sondern eine neue Art, die Dinge zu sehen. Das heißt, dem Schauen sind keine Grenzen gesetzt. Ebenso hat das Paradies keine Grenzen. Die Fenster der Seele sind zahllos, so sagt man. Und mit den Augen der Seele wird das Paradies erblickt. Wenn euer Paradies also Mängel hat, dann macht mehr Fenster auf. Es scheint hier ein ungeschriebenes Gesetz zu geben, wonach man mit dem, was man vorfindet, zufrieden und glücklich sein muss. Der Ort selbst, die Elemente, die sein Wesen ausmachen, bewirken das. In einem Paradies predigt und bekehrt man nicht. Man übt sich im vollkommenen Leben oder gleitet wieder in das Alte zurück. Seine frühen Bücher wurden berühmt durch ihre sexuelle Offenheit. Im Big Sur spricht er dagegen viel von Religion. Gibt es da einen Zusammenhang? Einen tiefen Zusammenhang. Meist sind es zügellose Menschen, die über Sex zügellos sprechen. It's usually lewd people that think of sex in lewd terms, you know. But to him sex was part of the ecstasy of life, you see. Für ihn war Sex ein Teil der höchsten Lebensfreude. Die Leute, die bei Miller immer nur an Sex denken, verstehen nicht, dass Miller durch Sex in tiefste menschliche Bereiche vorstieß, dabei zugleich aber den Kontakt zur Welt nach außen bewahrte. He got in touch with the real inner personal experience and also with the experience of the world around him. Sex war für ihn einfach etwas Großartiges. Deshalb ist bei Miller auch nichts unmoralisch oder pornografisch. Nothing immoral or pornographic about his sex. Gibt es eine Verbindung zwischen Ekstase und Gott? Well, assuming there is a God, then this, then that, then the ecstasy is God, you see. Wenn es einen Gott gibt, dann ist er Ekstase. Alles, was den Menschen zutiefst berührt, ist göttlich. Im philosophischen Sinn ist Gott eine Ausweitung des körperlichen und geistigen Lebens eines jeden Menschen. Of everybody's personal, physical and spiritual life. Wohin wir auch immer gehen, wir müssen nackt und allein hingehen. Wir alle müssen lernen, was kein anderer uns lehren kann. Wir müssen das Lächerliche tun, um das Erhabene zu erreichen.
Schon bei den Indianern galten sie als heilige Stätte, wo die Kraft vom Big Sur besonders intensiv spürbar ist, die heißen Quellen von Esalen. Heute gehören sie zum Gelände des Esalen Institute, das in Europa vor allem durch neuartige Therapiemethoden der Psychoanalyse bekannt wurde. Die Bäder sind auch heute noch attraktiver Mittelpunkt des Lebens von Esalen. Gruppen und Seminare finden in umliegenden Gebäuden statt. Das weitläufige Gelände umfasst außerdem eine kleine Farm und eine experimentelle Schule. Zu Millers Zeiten gab es hier nichts außer den heißen Quellen. In Big Sur hatte ich keinen Wagen. Ich steckte die schmutzigen Windeln meiner Kinder in einen Beutel, ging die 6 Meilen zu den heißen Quellen von Esalen, wusch sie im heißen Quellwasser und trug sie wieder nach Hause. 6 Meilen. Das ist etwas, woran ich mich erinnere, wenn ich an Babys denke. Esalen gilt heute weltweit als Jungbrunnen für psychisch Angeschlagene. Unterschiedlichste Therapieformen werden hier angeboten. Fernöstliche Meditations- und Massagetechniken, LSD- und Todesforschung, Schamanenkult und Geburtstraining. Erstaunlich viele Deutsche, darunter vor allem Frauen, belegen hier Kurse oder eines der 6-monatigen Arbeitsseminare. Die Atmosphäre dieses Ortes wirkt auf alle wie ein Zauber. Wer in Esalen einen Kurs besuchen will, muss sich bewusst sein, dass er sich hier ganz der Kraft einer Landschaft ausliefert, die allein stark genug ist, einen Menschen psychisch zu verändern. Casey Sonnabend, Maler, Musiker, Dichter. Casey ist das, was man den reinen Künstler nennen könnte. Er lebt fast ohne Geld, nur für die Kunst. Einst Schüler von Kokoschka in Salzburg, hat er bisher noch nie ein Bild verkauft. Wie sein Nachbar Howard lebt er in einer Art Hausmeisterwohnung. Die $200 im Monat, die er dafür bekommt, einfach da zu sein, reichen Casey und seine Freundin zum Überleben. To do a dull thing with style is preferable to doing a dangerous thing without it. To do a dangerous thing with style is what I call. Casey ist ein Verehrer von Van Gogh und Soutine. Bei der Kreation eigener Bilder lässt er sich gern von der Stimme eines Freundes inspirieren, dem Autor Charles Bukowski. Loving can be an art. Opening a can of sardines can be an art. Not many have style. Not many can keep style. I have seen dogs. Casey ist einer der wenigen aus der Generation nach Miller, die heute noch so leben, wie es dieser einst vorgemacht hat. Man kümmere sich nicht um Geld, sondern tue nur, was man wirklich tun will. When Hemingway put his brains to the wall with a shotgun, that was style. Casey ist konsequent genug, sogar auf das zu verzichten, womit sich in Kalifornien inzwischen viele Außenseiter den Lebensunterhalt verdienen, den illegalen Anbau von Marihuana. Casey lebt nur für die Kunst. Henry Miller habe ich nur einmal getroffen, obwohl er gleich hier nebenan wohnte. Wir sprachen davon, dass Frauen doch eigentlich von einem anderen Planeten kommen. Beeinflusst hat mich vor allem seine Theorie von der Freiheit des Künstlers, die Freiheit zu schaffen, ohne sich zu verkaufen oder an Karriere zu denken. Wenn Geld da ist, schön. Wenn nicht, was soll's? Wenn einer wirklich Künstler ist, hält ihn sein Werk am Leben.
And Henry Miller was an inspiration to me because das hat mich inspiriert. Miller blieb gesund, glücklich und erreichte ein hohes Alter. The Big Sur mystique and the power of Big Sur. Er ließ sich weder vom Mythos noch von dieser legendären Kraft auf Big Sur unterkriegen, wie so viele andere, die von dieser Kraft in den Tod getrieben wurden. Der im Anfang unvermeidliche Rauschzustand ist stärker und anhaltender, als ihn jemals ein vom Wein Beseligter kennengelernt hat. Man muss seine ganze Kraft zusammennehmen, wenn man in Big Sur Fuß fassen will. Man mag noch so ausdauernd und energisch sein, man ist doch nie den Eindrücken, die fortwährend auf einen einstürmen, ganz gewachsen. Es ist alles so einladend, so sichtbar und in sich vollständig, dass man zuerst nur staunen kann. Big Sur kann ein Wirklichkeit gewordener Traum sein oder ein vollständiger Fehlschlag. Wenn etwas mit dem Bild nicht stimmt, nehme man einen Spiegel und betrachte sich selbst. Man kann das ganze Weltall durchstreifen. Wer kümmert sich darum, wenn man nie zu sich selbst findet? Hier ist ein Ort der Kraft. Man kann diese Kraft positiv oder negativ empfinden. Henry Miller sah sie positiv. Er machte etwas daraus. Andere gingen an ihr zugrunde. Okay. If you want to stay alive and stay happy, you feel an inspiration that is dangerous. It's like the edge here. Das Gefährliche ist hier die Kraft am Rand, der Sog des Abgrunds. Man kann von einem so starken poetischen Gefühl überwältigt werden, dass man seine Seele verliert, wenn man sich nicht fest im Griff hat. Dann wandert man herum wie ein Verrückter, voller Angst vor dem Ozean, vor dem weiten Raum. Wenn man es aber schafft, dieses magische Gefühl einer außergewöhnlichen Landschaft zu nutzen, kann es einen Maler zur Ekstase treiben. Douglas Madsen beim morgendlichen Ausritt. Der einstige Millionär von Beverly Hills, früher Schüler der Akademie des Beaux-Arts in Paris, Maler, Kunstprofessor, Gourmet-Autor, ist Aussteiger. Vor 40 Jahren hat er sich nach Big Sur zurückgezogen und an der steilsten Stelle dieser Küste ein eigenes kleines Dorf errichtet. Aus Freude am Bauen. Ganz hinter Bäumen versteckt ist es auch von Weitem kaum sichtbar. Auf den spektakulären Reitweg, der direkt von der Brandung des Pazifiks aus hoch wird, ist Douglas besonders stolz. I realized after teaching art, it's difficult to get people aware of beauty. Nachdem ich jahrelang Kunst unterrichtet habe, wurde mir klar, wie schwer es ist, den Menschen bewusst zu machen, was Schönheit ist. So kam ich hierher, um mir die Zeit zu nehmen, Blätter zu beobachten, verwelkte Blüten zu betrachten. Es ist wie in der Philosophie, man kann etwas nicht lehren, man muss es leben. It's like talking philosophy. What is it unless you live it? So, I just tried to make a little spot here. Ich habe mir also hier diesen kleinen Ort gebaut, mit einem japanischen Teehaus. 40 Jahre hat es gedauert, bis alles fertig war. Schon allein 10 Jahre habe ich nach diesem Stück Holz über dem Tor gesucht. Es musste genau diese Form haben,
damit die bösen Geister, die von oben kommen, wieder zurück in den Raum geschickt werden. Henry Miller kam oft hier herunter, um zu meditieren und mit mir die Teezeremonie abzuhalten. Die Kunst ist ein Heilungsprozess, wie Nietzsche gezeigt hat, doch hauptsächlich für jene, die sie ausüben. Man schreibt, um sich selbst kennenzulernen. Und so befreit man sich schließlich von seinem Ich. Jeder wird nur durch seine eigene Bemühung gerettet oder geheilt. Well, I feel that Henry came out of a Victorian culture. Henry kam aus einem streng viktorianischen Milieu. Er kämpfte verbissen dagegen an, wurde immer wieder beleidigt. Und am Ende war er wahrscheinlich so in die Enge getrieben, dass er sich nur noch mit schockierenden Vokabeln verteidigen konnte. What can you say except a four-lettered word that could be shocking to some people? Miller sagt, ein Künstler braucht Druck, kein Paradies. Im Big Sur schreibt er auch viel weniger als früher. Es gibt verschiedene Arten von Druck. An manchen Orten muss man einfach Geld verdienen, arbeiten, malen. Big Sur ist so überwältigend, dass man nur dasitzen will und schauen, genießen. Besonders, wenn man zwischendurch meditiert. Du gehst nach innen, du beobachtest. Du weißt, diesen Berg habe ich schon bestiegen, mit dieser Frau war ich schon im Bett, das alles brauche ich nicht mehr. Wie weit identifizierte sich Miller am Ende mit fernöstlicher Philosophie? Glaubte er wirklich an Reinkarnation? Ganz sicher, wir sprachen oft davon, wenn wir welkes Laub betrachteten. Es gibt weder Anfang noch Ende, nur ständigen Wechsel. In den letzten 20 Jahren bemühe ich mich darum, vom Tun zum Sein zu kommen. Mir liegt mehr daran zu sein, als zu tun. Es gibt nichts, was ich wirklich ausführen möchte. Nichts hat wirklich Wert für mich. Nichts ist so wichtig, dass es getan werden muss. Ich lege deshalb so viel Gewicht auf dieses Sein gegen Tun, weil das nicht nur mein eigener, sondern der Konflikt der modernen Welt ist. Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem wir unsere Geschäftigkeit betrachten können und sagen müssen, sie stinkt, sie ist der Ruin unserer Welt. Several times when Henry came down, we'd sit on the raft here on a kind of a silk rug and meditate and just let the. Oft saßen Henry und ich hier auf diesem Floß und ließen uns auf dem Wasser treiben. Big Sur ist kein Ort, sondern ein geistiger Zustand. Ein Satz, der von Douglas Madsen stammen könnte. Jeder, der den Schöpfergeist in sich nutzt, niest, ist ein Künstler. Das Ziel aber ist, das Leben selbst zu einer Kunst zu machen. Ich finde es sehr anregend, so zu meditieren. Wahrscheinlich wegen der Bewegung des Wassers. Als Henry wieder einmal kam und wir auf dem Floß meditierten, meinte er, Douglas, du wirst im Himmel sehr enttäuscht sein. Denn ich glaube nicht, dass es dort auch nur annähernd so schön ist wie hier. Douglas, you're going to be terribly disappointed in heaven, because I don't think it's near as nice as this. I often think of that. Für ihn war das der schönste Platz an der ganzen Küste. Paradies oder nicht Paradies,
Ich habe den bestimmten Eindruck, dass die Menschen in dieser Gegend sich bemühen, der Großartigkeit und dem Adel der Landschaft gerecht zu werden, die so wesentliche Bestandteile ihrer Umgebung sind. Sie verhalten sich, als wäre es ein Vorrecht, hier zu leben, als hätte sie ein Gnadenakt hierher versetzt. Die Landschaft ist viel zu überwältigend großartig, als dass irgendjemand hoffen könnte, diesen Eindruck durch eigenes Zutun noch zu verstärken. Da an der Landschaft nichts zu verbessern ist, wird das Verlangen geweckt, selbst besser zu werden. I think you bow, you eventually learn to bow to it. It's like watching your own destiny. Man lernt am Ende, sich der Kraft von Big Sur zu beugen. Es ist, als wenn man vor seinem eigenen Schicksal steht. Wer mit dem Kopf immer wieder gegen Hindernisse anrennt, lernt, dass die eigene Kraft beschränkt ist und es immer eine größere gibt. Statt mit dem Kopf gegen eine Mauer zu rennen, warum hat man so häufig Kopfweh? Setze man sich ruhig mit gefalteten Händen hin und warte, bis die Mauer einfällt. Wenn man bereit ist, eine Ewigkeit zu warten, kann das Ereignis schon im nächsten Augenblick eintreten. Denn die Mauern geben häufiger nach als unser eigener störrischer Wille. Man bete, aber nicht darum, es möge geschehen. Man sitze einfach da und sehe zu, wie es geschieht. Man schiebe alles beiseite, was man je über Mauern gehört und gelernt hat. Man denke an das Kopfweh, das, wie man bemerken wird, schon verschwunden ist. Man denke an die Leere zwischen den Dingen und schließlich an die Leere der Dinge. Wenn diese weite Leere nur mit Leere gefüllt wird, werden einem die Augen vor der Tatsache aufgehen, dass das, was man für eine Mauer gehalten hat, gar keine Mauer ist, sondern möglicherweise eine Brücke. Mm-hmm.